Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ruby. Wir sind bei Folge 168. Wir sind immer noch in den Zahngamaschen und wir müssen immer noch ein paar von den Typen hier töten. Aber erstmal was anderes. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Heute ist der 2. Januar. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr alles so Schönes gemacht habt. Würde mich freuen, eure Kommentare zu lesen. So, die haben wir alle. Es fehlen nur noch Hexendoktoren. Ich glaube, es gab noch ein zweites. Ja, es gibt noch ein zweites Lager, genau, wo dann auch der eine Typ ist da, der, ich sag mal, der Boss in Anführungszeichen. Oder der Stammesoberhaupt von den komischen Kerlen. Gucken wir uns das mal an. Das müsste eigentlich hier um die Ecke sein. Sind die nicht? Aber da sehe ich schon welche. Und theoretisch. Ja, genau. Und theoretisch müsste. Genau, und das große Ding hier. Da müssen wir rein. Ich meine, entweder unten oder ganz oben ist der. Je nachdem, was das für ein Haus ist. Und hier gibt es auch, hoppla, auch die Hexendoktoren. Geht dann aber zapp zapp. Sehr gut. Nö, da müssen wir hoch, aber dann können wir auch ohne Probleme noch ein paar Hexendoktoren töten und wandernde Totems. Warum die auch immer wandern? Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt 6 Level oder 5 Level teilweise größer sind als die, kein Problem für uns. In aller Ruhe alles abfahren, ohne dass wir große Angst haben müssen, aufs Maul zu bekommen. Huch! Außer man fällt natürlich runter. Wie das manchmal so ist. Zack. Ich kann sich auch nicht entscheiden, wo er hingeht. Ja, wann denn? Ne? Ja, das ist das Tolle als Fernkämpfer. Ne? Man hat alles etwas mehr im Blick. Und als Jäger dann doppelt, weil man hat einmal alles im Blick und man kann ohne Probleme halt irgendwas machen oder weiter weggehen, dadurch, dass man das Pet hat, das tankt. So. Ihr seht, kein Problem. Jetzt noch ein. Ja. Der letzte versteckt sich immer. Fast ein Gesetz. Sehr, wir brauchen dann noch einen Hexendoktor. Kriegen wir auch noch. Kriegen wir auch noch hin. Hexendoktor. Schwuppdiwupp. Wir müssen kurz warten, bis der wieder respawnt. Auch keine. Auch keine.
Ach, Menno. Verstecken tun sie sich. Bin auch keine. Na, müssen wir warten, bis sie respawnen. Geht ja fix. Ach, Mensch. Hörst du auf? Ja, mal gucken. Nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Haben, gehen wir uns die Krallen schnappen, beziehungsweise erst das, die Krallen, aber ich glaube, der hat auch Krallen, weil das ist auch so ein Nager. Kann ja schon mal hier reingucken, ob da schon was respawned ist, theoretisch nicht, aber man weiß es nicht. No, no, no. Nix. So, pappen wir uns auf. Ja, Welf und Terrorball finde ich auch manchmal, manchmal hört sich gut an, ne? Finde ich auch gut. Ach, diese Hexenoktore, ne? Langsam respawnen sie wieder. Und da ist er. Hoppla. Und da ist er. Den holen wir uns jetzt. So läuft das. Sehr gut. So, dann haben wir das schon mal. Ups. Dann holen wir uns jetzt den nächsten Streich. Wenn man mal kleiner ist, so schrumpft, dann das Gefühl, man ist schneller. Also zumindest schneller. Es ist genauso, wenn man größer ist, hat man das Gefühl, man geht teilweise in Zeitlupe. Komisch, oder? Ich glaube, die passen einfach nur die Geschwindigkeit an. Darum wirkt das entweder schneller oder langsamer. So, das sieht gut aus, Beweglichkeit. Ah, brauchen wir nur ein bisschen. Ich glaube, so gut war damals, also richtig gut war 800 oder 900. Wenn man manchmal bedenkt, dass manche Sachen mittlerweile 800 oder 900 haben. Was untersucht? Ah, okay. Wir können uns aber trotzdem. Okay, ist das hier? Aber wir gehen erstmal zurück und holen uns noch eine Nachquest. Damit können wir nämlich auch noch was hier machen, und zwar der hier diese komischen Dinger. Damit können dann kriegen wir gleich so einen Samen, der macht dann diese Geräte kaputt.
ist gut. Oh. Gehen wir erst hier zurück, geben schon mal ein, zwei Quests ab. Haben das dann auch schon quasi in der Tasche. Das haben wir. Warum nicht, ne? Mitnehmen, was geht. Na, außer die Gegner muss ich jetzt nicht alle mitnehmen, die hier, ne? Da müssen wir aufpassen. Aber ich muss sagen, quasi ist das jetzt der erste, oder war der erste, wo ich frei hatte. Sonst hatte ich, all die letzten Jahre musste ich immer Frühdienst machen am 1.1. Das war furchtbar. Aber diesmal war es nicht so. Wie gesagt, schreibt mal euch einen Kommentar, was ihr so gemacht habt, wie ihr euren Abend verbracht habt, Silvester. Würde mich interessieren. Vielleicht denken wir dann auch im Ruf und kriegen die nächste Quest für. Ja, seht ihr, das ist doch perfekt. Das dort und. Ist das? Nö, ist nicht. Questlog ist voll, ich glaub's nicht. Immer wenn es am schönsten wird. Dungeon, ne? Dungeon können wir abbrechen. Ja, das ist die Quest, die ich meinte. Gut, dann müssen wir trotzdem noch irgendwas machen. Material. Mist Cookie ist wieder vermisst. Mehr Banner aufstellen. Ja, viel können wir ja nicht löschen, oder? Ist ja, haben wir den Dörn, den nimmer sollten. Da. Den können wir auf jeden Fall löschen, weil da weiß ich, wo man das annimmt. Und die ganzen Jagdquests können wir erstmal raus tun. Weil die sind ja quasi auf so einem Quest-Hotspot. Das ist dann nicht das Problem, die wiederzufinden. Ah, das ist doch eine einfache Quest, oder? Na, dann ist das der andere auch noch? Ja, wieder. Habe ich hier coole Sachen. Und die können wir halt immer wieder ansprechen, wenn wir. Und es gibt noch viel, viel Ruf. Und es gibt halt noch viel Ruf dafür, Ruf, da ist schon, Erfahrung. Einfach, weil ich zwei Leute angequatscht habe. Questgegenstand, da haben wir schon eine, gerade schön. Bisschen verkaufen. Ja, das habe ich, im Übrigen, zugeschickt bekommen, als Dankeschön. Von quasi vom Server, weil Weihnachten war. Eigentlich hatte ich ja überlegt, mal nach Eisenschmiede zu gehen. Aber irgendwie habe ich das nicht gemacht. Ui.
Jetzt können wir sogar Pfeile uns kaufen, aber wir haben keinen Bogen mehr. Ja, Salz. Ach, da kommen wir. Ja, genau, da ist das. Dann können wir das abgeben. Da müssten wir die eine Quest bekommen mit diesen komischen, gut, das ist natürlich noch besser. Gold. So. Ich würde sagen, ein, zwei Quests machen wir auf jeden Fall hier noch. Und danach gehen wir entweder nach Area 52 oder nach Schattenmundtal. Wir müssen erst nach Nagrand uns die quasi Willkommen-Quest holen. In Tellah. Ja, in Tellah. Und dann Nettersturm oder Schattenmundtal. Mal gucken. Ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn sie das Let's Play WoW. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.